Trägerwarnung. In diesem Video kommt viel Fäkalsprache vor. Wenn das jemanden stört, der ist hiermit gewarnt. Hallo meine Unterhasen, das hier seht ihr heute in diesem Video. Viel Spaß! Was ist hier los? Am frühen Morgen? Geiler Wochenmarkt. Und was isst man so um 7 Uhr morgens? Grillhähnchen. Pizzasocken, ja. Guck mal, Alter. Hallo. Ich kann auch so ein Kuscheltuch für die Augen mitbringen hier, damit er besser schläft. Den hier. Hier, die Decke als... Willst du Pfannkuchen mitnehmen? Ja, Mann. Voll gut. Hey. Guck mal. Ja, Mann, oder? Wir nehmen hier so ein Kilo, oder? Ein Kilo. Ja, ist das, oder? Ja. Ein Kilo? Ja, Mann. Yeah. Wenn nicht sogar aus meiner Tasche. Boah. So ist der Prinz ist gekommen. Ich kriege sogar 250 Gramm gratis. Ah, cool. Boah, ich will diese Decke. Boah. Können wir den Lotzi mitbringen? Das ist feinste Seide. Oh. Erdbeerbeutelchen hier noch, oder? Burger. Wo wir gehen, kommt der richtige. Puh, gehen wir da lang. Am frühen Morgen ein Hamburger. Oh, schaffen wir das? Hält der an? Boah, hier musst du mal aufpassen, wenn du über die Straße trotz Zebra. Nee, weißt du, die würden auch anhalten, weil du filmst halt auch noch. Ja. Wenn du dich überfahren hast, direkt ein Beweisvideo. Ja, die Sache ist, die haben gesehen, der Prinz Elwood ist da. Wir bleiben stehen. Achtung, der Prinz ist da. Der Markt war geil. Der Markt war wirklich nicht schlecht, ja, aber Handtücher. Keine Handtücher, genau. Die scheinen nicht so zu laufen hier. Ja, weil wir sind 2 Minuten am Strand entfernt. Und da braucht man keine Handtücher. Das ist wohl wahr. Luft trocknen. Ja. Kleine Anmerkung dazu, ich habe kein Handtuch mitgenommen und wollte eins kaufen. Aber ich finde seit Beginn bis Ende der Tour kein Handtuch. Das ist so. Oder die Deutschen kommen hier hin, so wie wir. Also nicht wie wir. Das ist ein schlechtes Beispiel. Die kommen hier hin, haben natürlich alle Handtücher und so dabei. Ja, die sind nicht so doof. Oh, das sind die Nachbarn. Die haben eh schon eine stinkige Laune. Der guckt schon so sauer. Ich mach mal aus besser, sonst kommt das wieder so. Ah, da kommen die Deutschen wieder, weißt du? Guck mal, was der dabei hat. Wie viele Pfannkuchen geworden? Die schmecken eigentlich gut, ja. Nee, ich habe gedacht, dass da vielleicht dann auch Handtücher verkauft werden. Das ist ein Wochenmarkt. Ja, dachte ich auch. Gar nichts. Ja, also hier, ich weiß nicht, wer auf Vanille steht. Die haben schon auf jeden Fall noch mitgebracht. Dann kommt da ein bisschen. Guten Morgen! Ein bisschen Obst. Guck mal, was wir haben, Kerl. Guck mal. Wolltest du Kaffee? Guck dir das mal an, hier auf dem Tisch, Alter. Mhm. Eine Stunde später. Es ist Vlog, es ist Vlog, es ist Vlog-Zeit. Wir gehen erst skaten, wenn die Sonne scheint. Wir haben nur 24 Stunden, es wird langsam Zeit. Bis jetzt waren wir nur im Bett am Liegen, Alter, und hab TikTok geguckt, bis das Handy knallt. Ich bin motiviert, wie man sieht. Ich mache die Brille ab. Ich hab Bock. Richtig Bock. Und freut euch, was heute noch passiert. Wir sehen uns gleich wieder. Heute gibt es noch richtig Action, Alter. Wahrscheinlich sehen wir uns gleich irgendwie hier. Der eine hat seinen Pimmel in der Hand, Junge, der andere hat immer noch genau das. Ich hab seit 3 Tagen nicht geschissen.
vor, dass das immer so eskalieren muss. Die Stimmung ist da, wo sie sein soll. Und ich glaube, sind alle noch richtig motiviert. Ich bin heute ein bisschen mucksch, muss ich sagen. Mucksch! Mucksche. Es sind die Momente, in denen Kinder beleidigt mit verschränkten Armen da sitzen und böse gucken. Gehen wir gleich Minigolfen? Ja. Nächstes Jahr machen wir dann 2 Wochen Urlaub. Passiert. Ich bin jetzt schon gespannt auf morgen. Das ist wahrscheinlich Vlog Tag 4, aber es ist schon dunkel. So dann. Mit Abendbrot, Tisch gedeckt schon. Wir waren jetzt gleich in irgendeine Halle, glaube ich. Ja, wir gehen jetzt gleich in. Fragen wir mal den Prinzen. Gehen wir den Prinzen fragen. Der Prinz. My Lord. Wo fahren wir heute hin? Wie heißt die Halle? Wir gehen gleich ein bisschen swingern. Wir checken auf jeden Fall gleich eine Halle ab. Skatehalle. Genau, das richtige für Lord. Und ich bin gespannt, wie der Tag heute wird. Wir haben. 1 Uhr, wie viel haben wir? Der Tag heute wird, ja. Der wird, wir sind alle ein bisschen, aber da geht was. Ich sehe es in Marios Augen. Ja. Wir haben Mario dabei. Der rockt das Ding heute. In diesem Sinne, bis gleich. Freunde, wir sind hier in der Bestwood Skate Halle. Bin gespannt. Die Jungs sind voll motiviert, die sind richtig. Zieht euch das rein. Mucksche. Gar keiner ist motiviert, Alter. Das war's. Ja, ich bin Scheiße, motiviert, Alter. Ich bin motiviert, aber du hast es gar nicht motiviert angehört. Musst du nochmal von vorne filmen. Ich bin nicht motiviert. Keiner ist motiviert, Alter. Niemand. Wir sind richtig motiviert heute. Und wir haben richtig Bock, heute skaten zu gehen. Ja, wir haben richtig Bock, heute skaten zu gehen. Da bin ich mal gespannt, wie die Halle wird. Wir checken mal ab.
Mario dabei. Der rockt das Ding. Laber nicht. Ich habe ein bisschen Angst gehabt. Heftig, ne? Hammer. Ja. Jeder seinen eigenen Endgegner. So ja. Ist das. Der Kerl hat was zu sagen. Der will sagen, der war getappt, ne? Dann machen wir noch einen. Diesmal ohne Tap. Ja, mal gucken, ob der das dann auch hinbekommt. Wie gesagt, jeder hat seinen eigenen Endgegner. Jeder hat seinen eigenen Endgegner. Los, Menü, das ist überhaupt nicht meins. Ich habe noch nie, glaube ich, in meinem Leben einen geschafft. Ich freue mich jetzt wie ein kleines Kind. Ich freue mich mit dir. So muss das sein untereinander. So muss das sein in einem Crew. Man muss sich gegenseitig motivieren. Ich bin nicht motiviert. Keiner ist motiviert. Niemand. Und, Yeah. Und einer legt vor.
vor und der andere macht nach. Hi! Motiviert ist. Hi! 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 Verstehen. Und deswegen ist das Omen ja auf. Deswegen finden wir auch den Slogan total geil. Es kommt nicht auf deinen Skill an, Alter, sondern das, was du draus machst. Und deswegen Skate for Happiness. Und der holt den heute auch noch. Ich dachte, try hard or go home. Ja, das ist unser. Wir tryen auch hart. Wir tryen auch hart und wir gehen dann auch hart nach home, Alter. Heute ist es später. Und dann ist es später jetzt noch zum Beach. Sagt der Flo, einer noch. Einer noch. Ah. Einer noch? Ja. Einer noch. Einer noch. Allerletzter. Jetzt. Allerletzter, wirklich top. Nein, nochmal. Scheiße, Flo, du musst noch mal. Der hat nicht aufgenommen. Nein, der war drauf, der war geil, Alter. Sauber. Ja, wir müssen jetzt abhauen, die Halle ist zu. Irgendwie ist hier, glaube ich, noch Skateschule oder sowas. Also, ja, wir ziehen ab. Ey, wenn ihr hier in der Nähe seid, checkt es ab. Die Koordinaten, wenn ich es nicht vergessen habe, sind unten in der Videobeschreibung drin verlinkt. Der Park ist echt geil, oder? Kann man besuchen, wenn man hier in Berlin kann man, ist. Kann man mal abchecken. Ja. Und vor allen Dingen, ihr habt die ganze Zeit gesehen, die Halle, wir waren von Anfang bis hier, die war leer. Da war keiner. Mario, wie fandst du die Halle? Geil, oder?
Hammer, oder? Komplett leer. Komplett sexy. Alter, kommt mal rein. Ich denke mal, wenn es draußen geregnet hat, wie der Wetterbericht vorher gesagt hat, wäre die Halle voller gewesen. Aber bombastisch. Ja. Ehrlich, sehr schöne Halle. Ja. Gut gearbeitet. Betonboden. Geil. Hammer. Ja, wir packen jetzt schnell ein. Du musst noch ein bisschen einpacken. Wir sehen uns gleich. Tschüss. Checkt. Wir haben einen Spot entdeckt hier. Und wir checken ihn mal ab hier so mit Brunnen. Und guck mal, der Boden. Ja, die Figürchen sind da, das ist das Geilste am ganzen Spot. Komm, wir checken ihn mal ab, was hier abgeht. Und wie sieht's aus? Ja, ist okay? Komm, was machst du? Mach einfach denselben, Alter. Ja, komm, hau rein. Oh, ist das windig. Pass auf, hier sind Nacktschnecken. Pass auf die Nacktschnecken auf. Die Halle hat uns. Deswegen ist der Pierre auch im Auto. Tot, vorbei. Vorbei. Aber der Spot ist eigentlich ganz. Ja. Alter, jetzt muss ich eigentlich auch noch einen Kickflip, Alter. Nur hat den nicht auf Primo kriegt. Komm, der geht noch schöner. Ich weiß. Einer geht noch. Wir ziehen weiter. Wir können alle nicht mehr. Bestimmt ein bisschen mehr gemacht hier an dem Spot. Der ist eigentlich gar nicht so verkehrt oder gar nicht so schlecht. Ja, aber wir ziehen jetzt ab, wahrscheinlich ins Hotel oder so. Ich weiß nicht, ob wir noch einen Spot abchecken. Wir gucken mal, aber ich bin echt groggy. Kann nicht mehr. Höchste Gefühle. Die Halle war der Endboss. Die war aber geil. Lohnt sich. Die Halle war ein Traum. Schön. Ja, mal gucken, wo wir gleich uns sehen. Nächsten Spot oder checken ab. Bis gleich. Untertan. Hier wohnt die Untertan. Der Prinz ist da. Verneiget euch. Prinz Elwood ist hier. Ach so, hier. Oh, okay. Ja, wünsche euch viel Spaß. Viel Spaß, Jungs. Ich guck auch zu. Viel Spaß.
klar, Alter. Dann stell mal die Poller weg, ja, ja. Sebastian. Nein, schon diese geile Anfahrt. Ja gut, da musst du halt Bretter. Der König rutscht gleich eine Runde. Wollte mal versuchen, meinst du? Deswegen ist das auch zu wahrscheinlich. Ja, ja, weil so viele Skater die probieren. Stimmt, das ist richtig. Und die haben die zugemacht, weil nämlich die Skater erst die Handrail gemacht haben und dann nochmal hier die Ledge. Das Mann, ist auf jeden Fall. Ich sagte so, wie es ist, anders würde ich das auch nicht machen. Ein königlicher Spot. Ja. Wenn wir schon hier reinziehen, kannst du mal bitte den königlichen Garten filmen, da unten? Warte, könnt ihr mal alle ganz kurz ruhig sein? Ach, da kommt nichts. Fuck off. Ach so, nicht. Ach ja, Mann, Alter. Diese Geschichte. Alter, der Garn ist ja mal wirklich. Ja. Also, wie sieht's aus? Waren hier und? Wir waren hier. Kommen wir nochmal wieder? Hey, natürlich, klar. Was? Oh Junge, ist das kalt. Junge, was hat er? Was macht er? Ich hab kein Wort verstanden, der Wind ist so. Ja, ich glaube, wir sollen High-Level. Einfach da hört auf dem Video eh nur. Willst du machen eben? Ich bin eher so der Typ, so der Fabio sollte hier auf jeden Fall mal einen Kickflip drauf probieren. Ey, kein Board dabei. Fällt jemand für den Mario da die Kaution? Wo ist er hin? Ach so, ja, ja. Ja. Ist da unten hier so ein Trinken? Ja, klar. Also. Geht ein bisschen, ach, runter. Da, ein bisschen runter. Entschuldigung, der Prinz hat gesprochen. Nun tuet gut den Drehflip auf dieser Mauer. Auf der königlichen Mauer. Der Prinz hat gesprochen. Nun füget euch. Junge, ist der nicht kalt da unten? Die Dusche da. Das Wasser ist hundertprozentig nicht warm. Ey, viel Zoom hat deine Kamera. Ja, ja, hab ich auch gesagt, aber das ist nicht dasselbe Feeling wie da hinten. Da soll noch mal jemand sagen, wir kommen selber. Nicht selber frisch. Ja. Ja. So, der Tag ist vorbei. War eine geile Session, würde ich mal behaupten. Echt ein guter Abend. Wer hätte so einen holprigen Start in den Tag. War es doch noch ganz okay. Ja. War okay. Was sagt der Prinz? Wurde abgeliefert. Der Prinz ist mit uns zufrieden. Mit dem Fußvolk ist der Prinz zufrieden. Ja, ja das war schön. Boah, die waren gut. Der Prinz war ein bisschen erbost. Das hat noch ein Nachspiel, aber dafür muss die Kamera erstmal aus sein. Sie trinkt mal erstmal ein bisschen Rubby Bubble. Damit wir in Stimmung kommen. Ja. Es ist dunkel draußen. Und ihr wisst, was das heißt. Erotik liegt in der Luft. Oh, dann müssen wir schnell ausmachen, oder? Machen wir schnell aus. Und ja. Hashtag, einfach mal hier, Hashtag Lordzi muss kacken. Hoffentlich kann er endlich kacken. Seit 3 Tagen weiß ich nicht mehr scheißen. Wahrscheinlich die 35 cm Frikante hängt immer noch irgendwie Blockade. Hängt immer noch quer in den 7 Meter Darm. 7 Meter Darm. Ja. Ja, in diesem Sinne. Wie so ein Promi im Dschungelcamp hat Verstopfung. Wie es weitergeht, seht ihr morgen. Ja. Ja. Oh, ich bin echt. To be continued. Ja, aber echt. Ja. Bin gespannt. Das ist eine spannende Woche. Wird spannend. Ich will immer spannender. Ja. Und der Muskel wird größer. Wie fandst du eigentlich den Tag? War gut. Okay. War cool, ja? Okay. Coole Halle. Hast du stehen lassen? Die Halle war gut. Ich bin kein Mann großer Reden, also ich gebe mal. Okay. Ja, ja. Ich glaube, es ist alles gesagt. Wir sehen uns morgen in Alter Frische. Wollen wir hoffen? Wollen wir hoffen? Mit demselben Fleißer an die gleiche Scheiße. Genau so. Ja, genau so. Wenn man morgen gelockt kacken muss und dann sitzt er den ganzen Tag hier rum. Ich hoffe, ich muss heute Abend noch. Ja, ich drücke dir langsam. Apropos, wir beenden mal schnell. Wir beenden, ja, das war's. Ich muss eben. Mit diesem Pack muss aufs Klo? Ja. Ah, okay, er muss. Zum 4. Mal heute, ich war noch nicht einmal in 3 Tagen, so ist halt das Leben. So ist so, das Schicksal nimmt halt seinen Lauf. In diesem Sinne, der Junge muss auf Toilette, der kraust sich schon, der knallt schon alles zusammen. Wir sehen uns morgen wieder. Wir sehen uns morgen. Küsschen aufs Nüsschen. Okay.